Hunderte Menschen sind am Freitagabend in Tel Aviv auf die Straße gegangen. Zuvor war bekannt geworden, das israelische Militär hat am Freitagmorgen irrtümlicherweise 3 von der Hamas im Gazastreifen festgehaltene Geiseln getötet. Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärte am Freitag, die 3 Israelis, ein Zivilist und 2 Soldaten, seien im Norden des Gazastreifens fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert und erschossen worden. Die Leichen seien zur Untersuchung nach Israel überführt worden, wo sich der Verdacht bestätigt habe, dass es sich um 3 Geiseln handelte. Der Vorfall werde untersucht und das, Zitat, völlig transparent. Auf den Straßen von Tel Aviv herrschte am Freitag Fassungslosigkeit. Das sind Familien, die ich persönlich kenne und Menschen, die so hoffnungsvoll auf die Rückkehr ihrer Lieben gewartet haben. Es traf mich tief ins Herz und zeigte mir, dass wir mehr tun müssen, um diesen Menschen zu helfen, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Eine schreckliche Tragödie, denke ich. Ein Deal hätte viel, viel früher geschlossen werden müssen. Und all die Leben, all der unschuldigen Menschen hätten verschont bleiben können. Ich denke, es ist eine große Tragödie, was jetzt im Großen und Ganzen passiert. Die Demonstrierenden hatten sich zunächst vor einem Militärgelände in Tel Aviv getroffen und marschierten dann durch die Stadt. Sie zeigten Plakate mit Fotos von Geiseln, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden, und forderten die Regierung einmal mehr auf, sie nach Hause zu bringen. Am 7. Oktober war die Hamas auf israelisches Gebiet vorgedrungen, tötete 1200 Menschen und nahm 240 Geiseln. Israel startete daraufhin einen Gegenangriff, bei dem nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen bisher fast 19.000 Menschen getötet wurden, wobei befürchtet wird, dass Tausende weitere unter Trümmern begraben liegen. Zwischenzeitlich wurden Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht. Noch immer befinden sich aber nach israelischen Angaben mehr als 100 Geiseln verschiedener Nationalitäten in den Händen der Hamas.